Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Tekken 4, wie man eben lesen konnte. Machen wir aber weiter. Mir ist eben aufgefallen, ich habe eben noch einen Spielstand, Durchgang mit, die man in der Cutscene gesehen hat, die Freundin von Chaoyu, die konnte man, kann man auch spielen, aber die spielt sich genauso wie Chaoyu und hat auch die gleiche Endsequenz, deswegen lohnt es sich nicht. Wir machen weiter mit Marduk. Defeated for 4 years in the professional circuit, Craig Marduk was once a respected and feared Valetudo fighter. However, Craig was expelled from the professional ranks after being linked to a minor scandal. Bitter against his peers and society, Craig's wrath consumed his soul. One day, Craig started a bar brawl in Arizona and killed an opponent during the fight. Convicted of second-degree manslaughter, Craig was sentenced to 10 years in the state penitentiary. Craig Marduk ist ebenfalls ein Wrestler, genauso wie King. Du bist kein Wrestler, du bist ein Boxer. Bei Steve würde ich sowieso, ist ja klar, er ist ein Boxer und benutzt halt seine Beine nicht. Und ein Kumpel von mir hat mal gesagt, nämlich dass Steve der Sohn von Nina wäre. Aber da habe ich noch. Wie gesagt, ich muss mal irgendwie im Internet gucken, ob es da irgendwelche, ich sag mal, Beweise dafür gibt, weil ich bin da mir nicht so ganz sicher. Weil ich meine nämlich, wenn die Entwickler von Tekken wirklich vorgehabt hätten, dass Nina einen Sohn hat, würde der wahrscheinlich genauso ticken wie Nina, indem er nämlich ein Auftragskiller wäre. Deswegen, ja. Teile ich halt die Meinung nicht wirklich, aber ich kann mich auch eines Besseren belehren lassen. So, komm, Bot, ey. Ich mach dich zu Altmetall. Einer der wenigen Charaktere, die ich gerne spiele. Also, wo er so gut wie gar nicht. Frag mich nicht, wieso. Mal ein kurzes Höschen. Fragt mich nicht, warum nämlich ihre Schuhe leuchten und ihre Armbänder. Kann ja sein, dass es irgendwie so ein, ich sag mal, modischer Tick mal in Japan oder noch in Japan ist, nämlich dass man da irgendwie allen möglichen Leuchtdinger irgendwie an sich trägt oder so, keine Ahnung. War noch nie in Japan, weil da müsste ich mir ja erstmal das Geld haben und dann müsste ich nämlich meine Angst überwinden, vielleicht in einen Flieger mal zu steigen, weil ich bin noch nie geflogen. Um ehrlich zu sein, habe ich es auch nie vor. Weil alleine außerdem irgendwo in Urlaub fliegen oder fahren ist dann auch irgendwie langweilig und ja. Ich wüsste auch nicht, wenn ich nicht mitnehmen sollte. Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich die mitnehmen, aber naja, es soll einfach nicht sein in meinem Leben. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht hier, wenn ihr nicht mal, keine Ahnung. Ja, ich weite am besten das Thema nicht aus, das macht mich nur wieder depressiv und ja. Dann habe ich nämlich ganz schnell wieder keine Lust aufnehmen zu wollen.
Weil das ganz einfach sowas wie ein rotes Tuch für mich ist. Jetzt kommt Julia. Final round. Fight. So, komm. Schweißfuß. Ah, ich habe ganz vergessen, noch bei Astral nämlich sein Video zu gucken. Sein Resident Evil Video. Ah, muss ich dann noch machen. Oder heute Abend. Ah, ja, heute mache ich hier fertig hier. Wenn halt jeder Charakter so 10 Minuten dauern würde, könnte ich mir nämlich schon ausmalen, wie lange ich jetzt noch brauchen werde. Wir haben es erst 14.14. Ja, 14.14 haben wir es. Ich denke mal, so eine... so grob eine Stunde. Könnte auch weniger sein. Habe ich es durch, endlich. Und dann ist das Let's Play beendet. Wie gesagt, den Tech Force Modus, den bringe ich irgendwann mal als Special. Weil wie gesagt, dann muss ich geübt sein. Und ich bin, wie gesagt, in dem Modus nicht geübt, weil den habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, einmal durchgespielt. Und das war's dann auch schon. Jin, du warst nichts. Jetzt kommt King. Ich bin ja froh, dass die in Tekken 6 nämlich Armor King wieder mit ins Spiel gebracht haben, weil das meiner absoluten Lieblingscharaktere ist. Gerade in Teil 2 mag ich Armor King am liebsten. Zwar hebt er sich nicht so sehr damals ab von King, aber in Tekken 6, wo er ja wieder da ist im Spiel, hat er ja seinen ganz eigenen Kampfstil, sag ich jetzt mal. Na komm, Hayashi, bringen wir es zu Ende. Du und ich, 1 gegen 1, Bushaltestelle. Ohne treten, ohne spucken. Och, Alter, hier. Aber Madok ist aber auch schon so ein Riese. Ich glaube, der ist sowieso der bis jetzt der größte Charakter irgendwie im ganzen Tekken-Universum. Lasst mich aber nicht lügen, also ich weiß es nicht so genau, aber... wenn er noch aufrecht stehen würde, weil der ist, geht ja ein bisschen gebückt. Oder? Ne, der macht nur einen Buckel. Ich wusste es. Einmal verlieren bei Hayashi ist ja ein Muss, ne? Weil Hayashi ein alter Bastard ist. Müsste eigentlich schon Rentner sein. Aber ich habe ja Videos zu Tekken 7 gesehen. Und was mir halt gefallen hat, ist der das Ende von der Kampagne, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben sich ja selbst übertroffen, muss ich sagen. Von der Story her und so. Ich habe zwar nicht alles gesehen, weil ich will ja auch noch ein bisschen was erleben, wenn ich mir das Spiel mal irgendwann mal hole. Und ja. Alter. Mann! Und das Ende alleine war schon für mich richtig geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht als Tekken-Fans. Hat euch überhaupt Tekken 7 gefallen oder spielt das überhaupt noch und so? Würde mich ja mal interessieren. Ich habe noch nie einen Tekken-Teil online gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde mich mal sehr stark mal dran versuchen. Gerade gegen Japaner irgendwie, die ja sowieso in allen möglichen Spielen sowieso besser sind als der Rest der Welt. Und ja. Was. Für Madok war die Freude flüchtig, irgendein Tournament zu gewinnen bedeutet gar nichts. Als er bemerkte, wo er war, spazierte er in den Ort seines früheren Ruhmes. Craig Madok? It is you. I used to watch your fights on TV all the time. I'm Jeff Slater,
the current Valtu champion. Hey, has the ex-champ forgotten how to fight? Come on, Marta. Bring it on. It'll be the biggest unofficial bout of the century. The badass reigning champ versus the legend who disappeared in the wake of a scandal. All running away, huh? What's that? Afraid to see legendary fighter KO'd in the headlines? Don't bother getting up. Oh, einfach nur eine Kopfnuss gegeben, ey, und schon ausgenockt. Hammer. Also mit dem würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Ja, Leute, dann bedanke ich mich schon mal wieder beim Zusehen. Seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao.